Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jurassic Park. Und ich bin leider wieder alleine unterwegs. Das liegt einfach daran, weil Miri ist heute, beziehungsweise diese Woche, eine Woche lang bei mir. Und deswegen werden auch wahrscheinlich ein paar weniger Videos kommen auf meinem Kanal. Aber die liebe Miri hat sich gerade an meinem PC gesetzt und hat für uns mal den Gift-Shop von innen eingerichtet, so ein bisschen. Das werde ich euch jetzt einmal kurz präsentieren und dann müssen wir nur noch außen so ein paar Arbeit machen. Und dann sind wir endlich damit fertig und können endlich den nächsten Dino ausbrüten. Da freue ich mich schon drauf. Das werden wir auf jeden Fall diese Folge noch machen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt rein und dann zeige ich euch mal, was sie hier gemacht hat. Jetzt außen hat sie erstmal hier so ein paar schöne Blümchen noch hingestellt. Sehr, sehr nice. Miri hat ja echt so ein Händchen dafür, Deko zu machen. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also er sieht schon sehr belebt aus. Sie hat sehr, sehr viele Deko-Elemente hier benutzt. Hier links hat man dann erstmal Körbe. Da kann man sich einen nehmen, wenn man Sachen kaufen will. Hier sind so ein paar Spielzeuge auf einem Regal. Hier kann man sich eine Zeitung ziehen. Dann hat man hier so einen kleinen Sitzbereich, Ruhebereich. Das liegt einfach daran, dass es hier viele Klamotten gibt. Und deswegen gibt es hier auch Umkleiden. Drei Stück an der Zahl sind es. Ja, kann man reingehen. Hier ist ein Spiegel, ein Stuhl. Dann so ein Aufhängenhaken, natürlich Beleuchtung. Und für die Männer, die dann warten müssen, wenn die Frauen die Klamotten anprobieren, die haben dann hier so einen kleinen Sitzbereich. Kann man sich dann hinsetzen. Hier liegen ein paar Zeitschriften und sowas. Hier liegen noch so ein paar Bücher. Und wie gesagt, da vorne kann man sich eine Zeitung nehmen. Finde ich eine sehr, sehr coole Idee von ihr. Mega nice. Hier ein paar Teppiche. Ansonsten relativ viele Klamotten und Fanartikel und so weiter und so fort. Also hier gibt es alles Mögliche. Hier kann man auch noch Regenschirme kaufen. Ansonsten hat man hier ganz viele Spielzeuge. Sonnenbrillen, Dino-Spielzeuge, andere Plüsch-Spielzeuge. Eine Nintendo Switch hat man hier auch. Noch andere Klamotten. Hier nochmal so ein Hosenregal. Also sehr, sehr cool. Ein paar Jurassic Park oder Jurassic World Bücher. Und dann kann man hier vorne zur Kasse gehen, die kennt ihr ja schon. Hat sie nochmal ausgetauscht gegen so eine etwas ältere Kasse. Die finde ich sehr, sehr cool, so Oldschool-Look. Hier ist natürlich die Klingel, falls mal kein Mitarbeiter zur Stelle sein soll. Da ist noch ein Safe, ein Radio und ein Telefon. Wir machen nochmal das Radio an, auch wenn die Musik schrecklich ist. Noch eine Uhr und ein Telefon. Also hat sie sehr, sehr cool gemacht, bin ich ihr sehr dankbar. Hat sie echt toll hinbekommen. Ihr könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Einrichtung findet. Also ich finde sie mega cool. Also großes Lob an Miri. Und ich mache das Ding wieder aus. Das ist ja... Oh mein Gott, kann man das ausmachen? Aber ich kann das nicht mehr ausmachen. Kaputt gemacht. So, das ist jetzt die Lösung. Ja genau, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Ich finde es mega cool. Ich bin ihr sehr, sehr dankbar. Ach so, und die Dinger hier hat sie mir auch noch ausgetauscht. Also da hat sie noch coolere gefunden. Da hat sie ja letztes Mal mir so selber Schirme gebaut, aber es gibt wirklich so richtige Schirme. Die hat sie gefunden und hingemacht, also sehr, sehr cool. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen das Dach hier verschönern und den Bereich außenrum und dann bringe ich euch zurück und zeige euch das Ganze nochmal. Und dann gehen wir schon an die nächsten Dinosaurier. So Leute, ich habe jetzt im Hintergrund nochmal so ein paar Bäume gemacht und sowas. Hier ist nochmal so ein Zaun, also ich habe jetzt nicht wirklich viel verändert. Ansonsten kommen natürlich hier oben noch aufs Dach so ein paar Belüftungseinheiten, nenne ich sie mal. Ich habe schon mal eine gebaut, ich baue jetzt nochmal eine mit euch zusammen, damit ihr seht, wie ich das Ganze dann gemacht habe. Hier gibt es nämlich solche, Dunstabzugshauben heißen die. Die finde ich ganz passend dafür. Und damit wir so ein bisschen dieses, Lüftungsgitter, den Stil davon hinbekommen, habe ich einfach hier überall diese Falltüren platziert. Einmal drumherum. Dann habe ich jeweils auf zwei Seiten so ein Netz eingebaut, also so ein gittermäßiges. Und hier vorne habe ich einfach die Falltüren in Quarz gemacht und dann das Ganze hochgeklappt und dann hat man so ein bisschen so einen Lüftungsschacht gebaut. Finde ich ganz cool. So Leute, da der Souvenirladen jetzt hier endlich fertig ist, können wir uns endlich auf einen neuen Dinosaurier stürzen und den werden wir auf jeden Fall hier in unser altes Brachiogehege packen und ihr seht schon, wie demoliert das hier ist. Also es ist echt krass, die haben hier wirklich Löcher in die Zäune gemacht, Bäume zerstört und so weiter. Hier vorne, das habe ich schon weggemacht, weil ich will mir auf jeden Fall so ein bisschen anderes Gehegedesign überlegen, weil ich das ein bisschen lame finde. Also ich finde es cool, dass hier Glas ist, das werde ich auch so beibehalten, damit man hier schön durchschauen kann. Aber ich finde zum Beispiel, dass diese Säule ziemlich langweilig aussieht und auch nicht wirklich stabil aussieht. Also ich will da ein bisschen was Aufwendigeres machen, so wie in unseren anderen Gehegen. Und deshalb glaube ich, mache ich erstmal hier auf jeden Fall, auch wie bei den anderen Gehege, so einen etwas dickeren Stützfuß oder Standfuß. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Werde ich, glaube ich, auch diese runde Optik beibehalten. Das finde ich sehr, sehr cool. Und dann können wir das ja auch hier hochziehen. Das können wir eigentlich auch hier eigentlich mit Diorit machen. Diorit finde ich cool. Das ist eine coole Kombo. Ich werde wahrscheinlich auch nicht so hoch gehen. Ich denke mal, das reicht schon von der Höhe.
könnten sogar vielleicht noch einen runtergehen. Ah, ich glaube, einen müssen wir noch hoch. Also so ist, glaube ich, schon völlig ausreichend für das Gehege, weil da sollen im Endeffekt, ich verrate es noch nicht, da sollen Dinos rein, die nicht ganz so groß sind. Und dann können wir natürlich hier auch wieder diese verstärkten Pfeiler machen. Das finde ich auch mal cool. Welche Farbe nehmen wir denn da? Wir könnten, ich hätte auch eigentlich direkt hier die Mauer machen können. Andesit. Andesit ist, glaube ich, sehr passend. Ich glaube, genauso habe ich es auch drüben im Pflanzenfresser-Gehege gemacht von der Optik. Aber das gefällt mir eigentlich ganz gut. So, das wäre jetzt so die Stütze. Sieht man jetzt hier nicht ganz so gut, weil das hier so ein Schrägteil ist. Aber wir werden jetzt gleich nochmal, weil wir haben hier ja kaum Zwischenstützen, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie das dann aussieht. Gute Frage. Also wir müssten ja auf jeden Fall dann, die Glasscheibe muss hier eigentlich komplett weg. Ich habe mir das Ganze jetzt doch nochmal ein bisschen anders überlegt hier. Weil es hat mir nicht so richtig gefallen. Ich werde, denke ich mal, hier einfach nur eine Säule nach oben ziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich so hoch gehen will. Ich glaube, ich bleibe halt wirklich ein niedriger. Und mache das dann einfach so. Weil wenn wir diesen abgerundeten Standfuß unten machen, finde ich, dass das irgendwie nicht so richtig hier an die Ecke passt. So finde ich es ein bisschen schicker. Und dann machen wir das Ganze hier einfach zwei breit. Dann würde hier sozusagen die Glasscheibe langlaufen und hier wäre nochmal so ein Streifen mit Quarz. Also ich tausche das jetzt mal aus. Wir wollten ja damals das Quarz uns nicht ermogeln, aber mittlerweile bauen wir so viel im Creative. Da ist das, denke ich mal, dann auch nicht mehr ganz so wichtig, ob jetzt hier wir einen Quarzblock mehr uns holen oder nicht. Weil Quarz ist jetzt auch nicht so schwer zu bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das hier beibehalte mit den Höhenunterschieden oder ob ich das gleich auch nochmal ein bisschen anpasse. Ich werde jetzt hier erstmal grob den Verlauf machen. Also ich finde so die Säulen eigentlich schon mal ziemlich cool. Das sieht auf jeden Fall schon mal alles so ein bisschen stabiler und sicherer aus. Und wenn wir jetzt hier noch Glas einfügen, ich mache mal hier eine ganz kleine Reihe, dass wir das einmal sehen, wie dann aussieht. Also man würde dann sozusagen hier reinkommen und dann hat man hier zumindest eine Säule auf der rechten. Also jetzt habt ihr den Vergleich. Hier links waren die alten Säulen, rechts ist die neue Säule. Die sieht auf jeden Fall vertrauenswürdiger und stabiler aus. Und so finde ich es eigentlich schon ganz cool. Und dann hat man hier diese Glasfront und links hat man dann das erste Gehege. So, das finde ich schon ziemlich, ziemlich nice. Wir müssen uns jetzt nur überlegen, wie wir das hier machen. Machen wir es auch dann, dass wir hier höher gehen, können wir eigentlich fast so beibehalten. Ne? Ich reiße mal ganz kurz hier ein Stück ein, dass wir arbeiten können. Und dann können wir hier eigentlich auch hier in die zweite Säule bauen. Ich habe es übrigens hier auf der Rückseite auch noch so eine kleine Schräge gemacht. Das finde ich auch ganz nice. Die Höhe wäre dann ja, muss ich jetzt mir gut überlegen, ich tausche mal das hier auch schon mal gegen Quarz aus. Also hier Andesit langlaufen. Und hier würde Andesit langlaufen. Und auf dieser Stelle wäre dann sozusagen die nächste Säule, die wir mit Diorit bauen. Die bauen wir jetzt aber auf die Höhe der anderen. Also das heißt, die müsste eigentlich nur so hoch, glaube ich, ne? Ich glaube, das kommt hin. Und dann machen wir hier nochmal eben diese Säulen hin. Und dann haben wir hier auch schon den Stützpfeiler fertig. Ja, sehr cool. Ja, ich gehe jetzt überall ein niedriger, weil, wie gesagt, es sind halt keine Brachios, die da reinkommen. Es werden andere Dinosaurier sein, die etwas kleiner sind. Und deswegen müssen wir hier das Ganze auf jeden Fall nicht mehr so groß machen. Ich weiß auch nicht, ob ich auf dieser Seite den Zaun beibehalte, aber wahrscheinlich schon. Leute, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe noch einen weiter. Dann habe ich später mit dem Zaun nicht so anstrengend. Da bin ich jetzt einfach mal faul. Ihr seht gleich, was ich damit bezwecken möchte, denke ich. Also wir gehen dann, denke ich mal, bis hier. Hier kommt dann das hin. Und jetzt kann ich mir nämlich, dadurch, dass ich das noch einen nach hinten gelegt habe, später hier diesen ganzen Zaun sparen. Den kann ich dann einfach noch verwenden, den wir schon haben. Und es macht ja im Endeffekt keinen Unterschied, ob das Gehege jetzt ein länger ist oder nicht. So würde ich das Ganze dann hier verbinden. Hier kommt dann die Reihe ab. Dann auf der nächsten Seite kommt die nächste Säule. So, die würde dann hier hinkommen. Das nimmt doch schon mal ganz gut Form an. Aber ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier erstmal einmal das Glas rüber und dann schauen wir uns das mal an, das Ganze. So, die Glaswand steht und ihr seht schon unten im Chat, ich habe das Ganze kopiert, also ich hatte jetzt nicht ganz so viel Arbeit wie, befürchtet, also das ging noch klar. Hier mache ich auch nochmal die Schräge hin, die ich da hinten auch gemacht habe. Oh, das war der falsche Block. Ich wollte natürlich hier Andesit nehmen, genau. Die mache ich einmal hin und dann haben wir das Ganze so von Optik hier. Ich denke mal, hier können wir sogar den Zaun so lassen. Wir müssen nur natürlich hier das Ganze unter dem
Zaun nochmal ändern. Zu Quarzblöcken. Na, hier haben wir relativ wenig Säulen, halt nur an den Ecken und sowas. Aber das ist auch, denke ich mal, in Ordnung bei dem Gehege. Dafür wird man dann später eine sehr, sehr gute Sicht haben, da bin ich mir auf jeden Fall sicher. So, hier könnten wir sogar das Ganze auch abrunden, wenn wir hier nicht ganz rangehen. Das wir einfach so machen. Das hier wird später ja auch noch wieder ausgetauscht. Ich weiß, ich könnte jetzt auch mit, weiß gar nicht, wie heißt das Ganze? Oh, ich weiß es gerade gar nicht. Ihr wisst aber, was ich meine. Ich könnte auch die Blöcke replacen. Aber leider kenne ich mich mit diesen ganzen Befehlen nicht so gut aus. Deswegen müssen wir das Ganze so ein bisschen oldschool noch machen. Ist aber ja an sich auch nicht weiter schlimm. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Wieso gehe ich denn jetzt hier überhaupt hoch einen Block? Ich bin gerade verwirrt. Egal. Wir machen das Ganze jetzt erstmal hier weiter. Auf dieser Seite. Ist ja vom Prinzip her immer das Gleiche. Also ich werde es jetzt hier auf dieser Seite nochmal mit euch gemeinsam machen. Und dann werde ich das um das ganze Gehege, denke ich mal, drumherum bauen. Das sollte dann ja jedem klar sein, wie ich den Zaun hier gebaut habe. So, was brauchen wir denn gerade nicht? Das Gitter brauchen wir gerade nicht. Hier machen wir jetzt überall Andesit erstmal runter. Und dann kommt davor nochmal eine Reihe von diesem weißen Zeug. Wobei ich, da wo gar keine Wege sind, brauchen wir vielleicht gar nicht dieses weiße Zeug. Da bin ich mir auch gerade noch nicht so sicher. Und so. Und so. Ah, das ist nicht so cool. Da können wir lieber so machen. Ups. Natürlich den so. Okay. Ich weiß halt nicht, ob wir hier wirklich diesen weißen... Eigentlich brauchen wir das hier echt nicht, ne? Wäre halt eher sinnlos. So, Leute, wir haben jetzt doch eine andere Lösung. Ich habe jetzt einfach die Quarzblöcke unter die Glasscheibe gemacht und hier rechts den Andesit, dann sieht das Ganze so ein bisschen besser aus hier von der Wegabgrenzung und so. Das passt dann viel, viel besser, denke ich. Und ja, wir werden das Ganze natürlich jetzt einmal quer durch den Park ziehen. Also es wird eine Menge Arbeit, aber für euch wird es natürlich wieder sehr, sehr schnell gehen. Ihr habt ja das Glück, dass für euch das Ganze rausgeschnitten wird. Nochmal ein ganz kurzes Update. Ich habe mich hier gerade schon an die Arbeit gemacht und da ist mir aufgefallen, dass das hier eine Säule ist, wo die Stützen, beziehungsweise hier diese Zusatzstützpfeiler, die das Ganze so ein bisschen stabiler machen sollen oder optisch zumindest stabiler machen sollen. Ja, hier sind die halt auf der Innenseite. Ist aber auch die einzige Säule, wo das der Fall ist. Bei den anderen sollte das überall außen sein. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das hier machen sollten. Ich könnte mir vorstellen, dass es cool aussieht, wenn wir hier das Ganze abschrägen und dann später von innen die Gestaltung des Geges so machen, dass ja, das Gras so ein bisschen niedriger ist, damit man ja halt nicht diese Lücken da hat. Ihr wisst ja, die habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Also, dass man das so ein bisschen abschrägt und abrundet, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil das hier irgendwie so ein bisschen komisch aussieht, ne? Was geht eigentlich? Ich glaube, ich bin damit recht zufrieden so. Müssen wir halt nur mal gucken, dass wir später wirklich die Gestaltung von dem Gehege halt schick machen. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich zum Beispiel hier eine Schräge mache mit Gras dann drauf? Oh, was ist das denn? Wieso wird denn das Gras dann weiß? Okay, das ist natürlich ultra doof. Kann man das irgendwie anders oder umgehen oder so? Wenn man das irgendwie von der anderen Seite platziert? Ne. Sieht halt immer so aus, der Block, ne? Ist noch irgendwie andere Grasblöcke oder so? Gras. Guck mal, was ist das denn? Hellgrüne Wolle. Ne, die ist wahrscheinlich zu krass. Was ist, wenn ich den hier nehme und da drauf mache? Wie sieht das aus? Schauen wir doch mal so. Oh, das wird auch weiß. Ja, okay. Also mit Gras können wir schon mal knicken. Müssen wir uns später was anderes überlegen. Aber wie gesagt, ich baue jetzt erstmal den Zaun soweit weiter und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. So, das Gehege ist erstmal soweit fertig. Ich finde, es sieht auf jeden Fall schon etwas besser aus als das davor. Das davor war echt ein bisschen, ja, langweilig so von den Säulen. Es ist natürlich noch nicht ganz perfekt und so an der einen oder anderen Stelle. Zum Beispiel da hinten fehlen noch ein paar Sachen. Dann fehlt noch ein Eingang. Die Einrichtung von dem Gehege und so wird natürlich auch noch verändert. Aber ich bin jetzt schon etwas dabei und ich möchte in dieser Folge unbedingt noch die Dinos freilassen. Und die meisten von euch können sich sicherlich schon denken, welche Dinos das sein werden. Dafür brauchen wir jetzt auch nicht aus dem, ja, wie heißt er denn hier? Creative Mode eigentlich rausgehen, weil das ist kein Fleischfresser. So viel kann ich schon mal verraten. Sonst hätten wir natürlich auch nicht so ein unsicheres Gehege hier gebaut. Wir werden nämlich jetzt zweimal den... Wo haben wir ihn denn? Müssten wir eigentlich zweimal irgendwo haben.
Jetzt enttäuscht mich hier nicht. Haben wir die irgendwo hier reingepackt? Ja, zweimal nehme ich den Triceratops. Oh, den müssen wir hier noch durchlaufen lassen. Ich weiß gar nicht, wie das hier mit diesen Sachen. Ich glaube, dafür braucht man irgendwie Eier oder irgendwas. Ich schaue mal ganz kurz, ob wir sowas haben. Ich habe jetzt natürlich gerade noch ganz viel Baumaterial und sowas im Inventar. Wir probieren es mal mit Fleisch. Ich könnte mir vorstellen, dass das funktionieren könnte. Ist denn hier überhaupt die richtige Werkbank? Ja, ich glaube schon. Wir lassen das mal durchlaufen und dann sollten eigentlich zweimal Triceratops Eier rauskommen. Ich hoffe, die können. Obwohl, das ist sogar eine Chance, dass die kaputt gehen, ne? Ich hoffe mal nicht, dass die kaputt gehen. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. So, wir haben jetzt zwei Triceratops-Eier rausbekommen. Sehr, sehr schön. Das Ganze hat geklappt. Er ist zum Glück nicht kaputt gegangen. Wir hatten das ja schon einmal, glaube ich, im Livestream. Oder war es im Livestream? Ich weiß es gar nicht mehr. Da ist auf jeden Fall der Culture-Wert mal kaputt gegangen. Ja, ich bin jetzt gerade nicht mehr im Game-Mode, damit die Eier auch gleich verschwinden. Allerdings haben wir jetzt das Problem, dass wir hier gar keinen Eingang gemacht haben. Den machen wir mal eben ganz kurz auf der anderen Seite, würde ich sagen. Wir machen mal ganz kurz einfach Dirt-Blöcke vor. Und dann passt das. Und jetzt gehen wir in den normalen Game-Mode und brüten unsere Triceratops aus. Ich freue mich drauf. Es wird ja auch auf jeden Fall mega Zeit, dass wir neue Dinosaurier hier im Park bekommen. Wir machen jetzt einen nach dem anderen. Ich freue mich richtig auf die neuen Dinosaurier. Ich hoffe, wir kriegen Männchen und Weibchen. Das wäre mega cool. Ich weiß gar nicht. Ich habe es schon mal gefragt. Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie man Männchen und Weibchen davon abhalten kann, sich immer wieder weiter zu paaren? Weil ansonsten hat man halt das Problem, dass irgendwann in einem Gehege Überbevölkerung entsteht. Das finde ich immer super, super ärgerlich und nervig, wenn ich ehrlich bin, weil, ja, stell dir mal vor, wir haben jetzt zum Beispiel ein Männchen, ein Weibchen hier drin, Triceratops, und das sind dann einfach, wenn wir so ein bisschen spielen, irgendwann 50 davon. Das wäre halt super nervig. Ja, vielleicht gibt es ja irgendeine Möglichkeit. Das wäre cool, wenn ihr das auf jeden Fall in die Kommentare schreiben könntet. Und ich will jetzt in den nächsten Folgen auf jeden Fall richtig, richtig viele neue Dinosaurier in unserem Park freilassen, weil, ja, in letzter Zeit ist das immer ein bisschen sehr kurz gekommen. Und deswegen will ich das nachholen. Also schreibt auf jeden Fall auch ein paar Dinosaurier-Vorschläge in die Kommentare, welche Dinosaurier ihr ja gerne in unserem Jurassic Park sehen möchtet. Oh, es wackelt. Es schlüpft endlich. Unser Triceratops kommt jetzt. Ich bin mega gespannt. Triceratops ist ja auch so mit meinem Lieblingsdino. Zumindest aus meiner Kindheit. Mittlerweile kann ich mich gar nicht mehr richtig entscheiden dafür. Aber wenn mich jemand fragt, sage ich immer Triceratops, weil ich ihn einfach. Weil ich ihn einfach geliebt habe als Kind. Und ich meine, schaut ihn euch an. Wie kann man den nicht lieben? Ist der süß. Auch wenn Miri den sieht. Der ist ja so niedlich. Aber der ist laut. Wir schauen mal eben mit dem Buch hier, was er ist. Wir haben ein Female, ein Mädchen. Okay. Oh, sehr, sehr süß. Hier noch ist er relativ glücklich. Ich bin der Owner, weil ich nah genug dran stand. Ja, komm mal mit, Kleiner. Du hast hier auf jeden Fall auch Kratzbaum, Spielzeug und so. Hier sind Bälle. Du kannst mitspielen. Essen müsste auch noch da sein. Jo. Das ist alles noch da von den. Ist der gerade hochgeflogen? Nee. Ist alles noch da von den Brachiosauren. Jetzt hoffen wir mal darauf. Ich weiß nicht, ob es gut für uns ist, wenn wir jetzt ein Männchen kriegen. Weil wenn es keine Methode gibt, ja, die Vermehrung zu stoppen, dann wäre es auf jeden Fall besser, wenn wir noch ein Female kriegen. Kannst du mal bitte nicht so laut schreien? Das ist echt unangenehm, mein Kleiner. Du bist mega, mega süß. Und du kriegst auch gleich ein Brüderchen oder ein Schwesterchen. Aber du bist verdammt laut, mein Kleiner. Ihr könnt auch gerne coole Namensvorschläge für den Kleinen hier oder für die Kleine in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr ein paar coole, süße Namen. Hey, du kleine Racker. Habt ihr das gesehen? Der hat einfach das Ei hier so ein bisschen weggeschoben. Aber es sollte eigentlich noch in den Fackeln stehen. So, jetzt bewegt er sich endlich mal. Na? Du kleine Rackerin, muss ich ja schon fast sagen, ne? Kleiner Racker ist ja so männlich. Oh, der ist so süß. Oder sie ist so süß. Ach, das ist toll. Ei müsste jetzt auch eigentlich gleich schlüpfen. Ist jetzt schon einige Zeit vergangen. Geht er jetzt was fressen? Ich habe ihn eigentlich gerade schon sogar per Hand gefüttert. Aber er hat das Futter gefunden. Oder sie. Ich sage immer er, weil der Triceratops. Aber jetzt schlüpft sein Geschwisterchen. Ihr Geschwisterchen, Entschuldigung. Mal gucken, was es wird. Männlein oder Weiblein? Ich bin mega gespannt. Such mal ganz nah ran. Da ist er! Oder sie. Oh, auch so hübsch. Sehen auf jeden Fall gleich aus. Ich könnte mir vorstellen, dass beide Weibchen sind. Könnte natürlich dann positiv oder negativ für uns sein, je nachdem.
was ihr in die Kommentare schreibt. So, was haben wir denn hier? Ein Male! Okay, wir haben ein Female und ein Male, Leute. Also, eigentlich Idealfall. Female und Male. Wo ist Male hin? Ach, da geht auch was fressen. Ach, ist das schön. Guck mal die zwei an. Die sind so süß. Oh, die essen sogar hier das Gras auf. Ach, so niedlich. Und brüllen können sie wie ganz große. Also, die sind wirklich super, super süß. So, Leute, wir haben mega viel geschafft, diese Folge. Und das soll es jetzt auch erstmal gewesen sein. Ich habe sogar relativ lange gebraucht mit dem Zaun und sowas. Für euch war es wahrscheinlich gar nicht so lang, weil ich kann einfach viel rausschneiden. Aber ich bin mega glücklich. Wir haben zwei neue Mitbewohner in unserem Jurassic Park. Zwei zuckersüße Triceratopse. Da seht ihr einen von den beiden. Also, die sind wirklich super niedlich. Denkt auf jeden Fall an schöne Namensvorschläge für die beiden. Wir haben einen Männlein und einen Weiblein. Wäre auf jeden Fall richtig cool, wenn ihr schöne Namen in die Kommentare schreibt. Ich bin gespannt, was Miri zu den zwei sagt, weil beim nächsten Mal wird sie sicherlich wieder mitspielen. Und ich glaube, sie wird sich richtig freuen, weil die sind so süß, die zwei. Also da, oh. Zum Verlieben. Das Einzige, was ein bisschen nervt, ist, dass sie so laut sind. Aber das ist ja auch halb so wild, ne? Babys sind in echt ja auch mega laut. Ansonsten, denkt auf jeden Fall daran, schöne, oder was heißt schöne, Dinosaurier-Vorschläge zu machen. Welche Dinos wir denn als nächstes in unserem Park, einbringen sollten. Das wäre auf jeden Fall auch richtig, richtig cool. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr den Kanal gerne kostenlos abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.